Guten Tag und willkommen zurück zu Tales of Vizilia, hier im wundervollen, schönen, gemütlichen Spirits, den dreht einmal aus gemütlich, heute wird's gemütlich, nein, es wird nicht gemütlich, denn sie sieht arschkalt hier aus und arschkalt ist nicht gemütlich, arschkalt ist das Gegenteil von gemütlich, wobei arschkalt kann gemütlich sein, wenn man sich eine schöne, geile, heiße Schokolade macht und dann sich vor den Kamin setzt und sich in eine schöne Kuscheldecke einlümmelt. Ja, nur wenn man keine schöne Kuscheldecke hat, kein heiße Schokolade hat und definitiv keinen Kamin hat, dann ist dieses Wetter definitiv nicht gemütlich. Und was sehe ich hier eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir gerade sind, was wir hier machen. Ich habe jetzt 2 Tage lang nicht aufgenommen. Ich bin wieder aktuell. Also, das heißt, wenn heute was kommt, wenn ihr das hier heute seht, dann habe ich das auch heute aufgenommen. Ja, deshalb. Ja, hallo, ihr aktuellen Boys und Girls. Ich habe auch in den letzten Tagen, bin noch nicht dazu gekommen, also in den letzten 2 Tagen nicht großartig dazu gekommen, auf die Kommentare einzugehen. Ich werde mir auf jeden Fall gleich nach dieser Aufnahme mich hinsetzen und, Moment, es gibt hier 2 Ausgänge. Ein Ausgang und hier. Werdet mir gleich nach den Kommentaren auf jeden Fall die letzten 2 Parts mal genau unter die Lupe nehmen und eure Kommentare auseinandernehmen. So sieht's aus. Da ist ein Höhleneingang. Stumme Höhle. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Das ist vielleicht später. Vielleicht, wenn ich gleich in Xiandu bin, dann wollen die vielleicht, dass ich dann in irgendeine stumme Höhle gehe oder sowas. Als nächstes, Gebiet. Auf jeden Fall, wir haben einen kurzen Dialog. Neue Erfahrungen. Achja. Achja. We're all gonna catch colds at this rate. Oh, a chance to get sick. Do you enjoy having colds? This will be my first time. When I had the 4, they wouldn't even let the rain and snow get me wet. But what if you get a fever? Ah, I did experience that when I hurt my legs. I felt like my body was burning up. See? That's why you should try to stay healthy. But I want to experience the sensation of having continuous nasal discharge. Das willst du definitiv nicht erleben. I doubt that anyone else wants to see that. It would be funny to see, though. Nein, das will keiner. Also sehen schon vielleicht lustig, aber definitiv will keiner erleben, wie es ist, mit einer laufenden Nase zu verbringen. Ich kann da auf jeden Fall das gut beurteilen, weil ich vor einer Woche oder so, circa vor einer Woche, hat endlich meine Nase aufgehört zu laufen. Und davor lief sie irgendwie 3-4 Wochen lang durchgängig. Ich habe in diesen 3-4 Wochen, ich glaube, eine ganze Packung Klopapier verbraucht. Also jetzt nicht eine Rolle, sondern eine ganze fucking Packung, wo irgendwie 8 Rollen drin sind. Nur für die Nase. Mann, jetzt bin ich so froh, dass es endlich vorbei ist. Das ist so nervig. Oh, Piratenschatz. Was ist Schnauze da hinten. Koteletten. Das will ich sehen. Jude, du bist immer unser Versuchskaninchen. Wo haben wir die Koteletten? Durch den Rucksack, Koteletten da. ich will näher ran. Ich will näher ran. Wie gehe ich näher ran? Vergrößern. Hört sich das scheiße aus. Weg damit. Ich will das nicht haben. Ich will das nicht haben. Entfernen. Oh Mann, ey. Der sah schrecklich aus. Oh, das ist ein Item. Geode. Ah, ich krieg einen Gegner. Ah, ich wusste es. Ich habe gehört, dass jemand hinter mir sich angeschlichen hat und dann stehe ich in so einer Lücke. Ah, da sind wieder diese ekligen Gegner. Moment, ich muss hier auf Alvin auf jeden Fall rüber wechseln und die sind schwach gegen Feuer. Gut, dann wechsle ich mal hier auf Alvin rüber. So. Nein, du sollst nicht heilen, du sollst wechseln. Strike! Von hinten. Von hinten. Ich hatte auch mit... Oh, geil. Ich hatte auch mit Alvin eine Feuerkombo. Wie ging die nochmal? Das wäre jetzt so die Frage. Ich hätte auf jeden Fall irgendwie einen Feuerbogen mit ihm gehabt oder sowas. Nicht Objekte. Ich würde gerne wissen, wie der nochmal ging. Wo ist er denn? Feuerbogen, da. Wasserschwung. Ah, okay, gut. Nee, das wäre. Feuerbogen wäre dann aber. Nee, Moment. ich habe gar keine Feuerkombination mit ihm. Sein Feuerbogen wird dann zu Wasser. Ah, okay, dann muss ich jetzt wieder kurz wechseln zu Mila. Das wird nichts, oder? Ich habe niemanden getroffen.
Jetzt aber. Jetzt nochmal. Nice. I did it. Flamesphere ist einfach OP, Leute. Ich liebe Flamesphere. Wer liebt Flamesphere nicht? Ja. Es klingt zwar nicht so geil wie ein Final Gale oder so ein Thunderstrike, aber es klingt schon, aber es sieht schon ziemlich nice aus und es ist auch ziemlich nice. Der Schaden auf jeden Fall, der gefällt mir. Gut, es ist noch ein Gebiet und da hinten sieht man schon eine Mauer und eine Stadt. Ich denke mal, da ist dann Xiandu, oder? Xiandu, Mann. Aus Xiandu kommen wir. Ich habe gerade schon vorher auch Xiandu schon gesagt. Aus Xiandu kommen wir. Wir wollen nach Kanbala. Und mit dem König von Ojul reden, oder nicht? Ne. War das schon das der König von Ojul oder war das dann nur, dass wir uns dort die Erlaubnis holen können wegen den Wivern? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Schmankerl! Begib dich durch das Mondhoch, ja, nach Kanbala. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ist ja, wie gesagt, schon 2 Tage her, seit ich aufgenommen habe. Deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen in diesem Thema ein wenig verwirrt und durcheinander. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was jetzt Kanbala war. Ob dort jetzt auch der König von Ojul ist oder ob da jetzt nur... Attack! Oder ob da jetzt nur die Person ist, bei der wir die Erlaubnis holen dürfen wegen dem Wivern. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Okay. Ich habe da irgendein Gericht bekommen. Ich hätte es gerne vorgelesen, aber ich habe es aus Versehen weggeklickt. Ha! Bleib mal ruhig hier. Ha mich nicht so doof von der Seite an. Noch ein Haar von der Seite und dann gibt's ein doppeltes Haar zurück. Ein Haha! Und ein Haha ist definitiv kein Haar, sondern ein auslachendes Geräusch. Und du möchtest definitiv nicht ausgelacht werden. Niemand möchte ausgelacht werden, oder? Man möchte vielleicht mit jemandem über einen lachen, aber nicht einen auslachen, oder? Wobei, in meinem Leben haben mich schon sehr oft Leute ausgelacht. Für manche Dinge. Manche Dinge waren okay, wenn man dafür ausgelacht wurde. Da hat man selbst mitgelacht, aber manche Dinge waren nicht okay, wenn man dafür ausgelacht wurde. Ja? Das ist halt so die Sache. Deshalb, wenn man mitlacht, dann ist es schön. Wenn man nicht mitlacht, dann kann es ein bisschen wehtun. Hier und da. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen niemandem wehtun. Deshalb. Aber du hast es verdient, weil du hast mich angehaart. 900 Galt. Okay. Da ist so eine Kiste und da sind wir schon fast angekommen. Das ist ein Speicherpunkt, da werde ich auf jeden Fall speichern, weil ich Angst habe, dass gleich in Kanbala vielleicht etwas Großes direkt ausbricht, weil die haben ja auch schon letztens davon geredet, dass Kanbala irgendwie so eine, ja, wie heißt es nochmal? Ja, wie heißt das Wort nochmal? Also sie haben das nicht unbedingt wörtlich gesagt, aber es klang so, wie als wäre es so eine, mir fehlt das Wort gerade. Mir fehlt das Wort gerade. Ja, wenn es halt, wenn etwas halt... Traditionell, genau, traditionell. So eine traditionelle Stadt, die halt, ja, stinknormal ist und so weiter und früher so schön war und heute immer noch so schön ist und so halt ganz traditionell und normal geblieben, dass sie sich jetzt vielleicht etwas verändert hat und hier vielleicht so Krieg ausgebrochen ist und alle sterben. Oh, ist das eine schöne Schneestadt. Oh, ist das schön hier. Mir gefällt's. Und ist wieder schön groß, ne? And I thought Xiandu was in Hotburg. Look at this place. Seltsame kleine Stadt, Xiandu. Xiandu war die größte Stadt, in der wir bisher waren. Junge. The spirit faith is stronger here in Ojul than it is in Rashagal. Also eine ganze Sekte ist hier unterwegs, oder was? Wow, check those out. What are those? You won't see anywhere else in the world. It's one of Kanbalar's famous mountain slide cars. Wer hat das gesagt? What are they? Kanbala was built along the peaks of a mountain range. Those slide cars connect the multiple districts together. Ah, das ist cool. Don't they look fun? I bet we could see forever in one of those. Oh, Elise. How do we go about meeting the king? I'll request a royal audience for you when I seek permission to use the wyverns. Habt ihr gerade das Gesicht von Lea gesehen? Ich möchte davon bitte einen Screenshot gemacht haben und ganz nah rangezoomt. Ihr Gesicht war einfach nur so ein richtiges derpy Face. Davon möchte ich einen Screenshot. Danke. Also doch, ist der König ist doch hier. Okay, gut. Don't get your hopes up though. Many people come to the capital seeking an audience. So you may need to wait a bit.
I suggest resting at the inn until I get back. I bet right now you're trying to think of a way to do things without Jürgen's help. Just try not to make trouble for him, okay? He's a nice guy. Das stimmt. Ist wirklich ein netter Kerl. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch so eine böse Hintergrundgeschichte wie seine Verlobte Eisler. Ja? Und hat vielleicht auch irgendwas Krasses gemacht, wie zum Beispiel Kinder kidnappen oder sowas. Wenn so viel Schnee in Schnee von Gittern ist, kann es ganz schön gefährlich werden. Darum verwenden wir Feuerarzt, um sie frei zu halten. Weißt du, letztes Mal waren wir beim Erdkönigreich und heute sind wir beim, wo sind wir auf der Karte ungefähr? Wir sind, im Norden. Okay, dann sind wir heute im nördlichen, beim nördlichen Wasserstamm angekommen. Ja, wir sind hier ist eine Avatar-Referenz nach der anderen. Da geht's wahrscheinlich mit der Seilbahn weiter, ne? Wanna take a closer look? Na, das sind Wälder. Okay, nee, die Wälder möchte ich nicht. Ich bleib erstmal in der Stadt. Wir wollten ja ins Gasthaus, ne? Vor 10 Jahren hat König Gaius erklärt, dass die Wiedergeburt Ojuls ihren Anfang in Kanbala nehmen würde. Seitdem wird die Stadt auch die Dämmerungszitadelle genannt. Aha, okay. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich überlege mir momentan, ob das nächste Let's Play wieder ein Tales of sein wird. Ihr müsst den Gipfel des Berges erklimmen, um zur Festung zu gelangen. Das mag zwar beängstigend klingen, aber mit der Begleitbahn seid ihr 0, nichts da. Also jetzt kein Tales of Exilia 2 oder sowas, sondern, oder auch kein älteres, sondern im Ende Januar kommt das neue Tales of Berseria. Und ich habe mir da einiges dazu angeguckt. Ja, ich möchte definitiv davon nicht begraben werden. Ich habe mir dazu was angeguckt und das hat so einen kleinen, thematisch hat das so einen Vibe von Grandia 2, finde ich irgendwie. Von der Thematik her so, ich habe mich so gefühlt so ein bisschen, als hätte ich da so ein paar Grandia 2 Vibes gespürt. Und das hat mir gefallen und mal schauen. Oder ob vielleicht 2 Tales-Spiele hintereinander vielleicht für viele uninteressant werden, keine Ahnung. Aber ich hätte auf Tales of Berseria ziemlich große Lust. Ja, deshalb mal schauen. Also ich überlege momentan, ob ich das mir im Januar hole. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin das Spiel hier fertig haben werde, aber auch wenn ich dann 2-3 Wochen später damit hier fertig werde, dann fange ich halt mit Tales of Berseria 2-3 Wochen später an. So ist es jetzt nicht, ne? Es ist eiskalt hier. Warum haben die Hauptstädte nicht an einen wärmeren Ort gebaut? Ich werde einen diesbezüglichen Antrag beim König einreichen. Also das Geisterklima hier und in Rashugal. Okay, wir waren in der Rashugal-Hauptstadt, waren wir noch nie, ne? Fenmond ist ja nicht die Hauptstadt von Rashugal, oder? Nee, ne? Why would anyone build a city in such a high place? Well, I guess maybe it's just more impressive that way. Ich weiß nicht, ob es nur darum ging, dass es eindrucksvoller ist. Ist das Gasthaus hier? Gasthaus, ja. Dann machen wir ein kleines Nickerchen, oder? Oder gehen wir... Ja, komm, machen wir jetzt mal ein Nickerchen, oder? Wenn wir voll geheilt sind. Herzlich willkommen, ganz schön kalt draußen, was? Aber ihr Fußbodenheizung ist schön warm. Macht es euch ruhig eine Weile gemütlich. What? Die haben Fußbodenheizungen. Aber keine Möglichkeiten, diese Welt hier vernünftig zu erforschen. Was ist los mit euch? Es ist viel zu kalt. Ich will nicht hinausgehen. Warum kann ich nicht einfach den ganzen Tag hier bleiben? Dann bleib doch den ganzen Tag hier. Geh doch nicht raus. Du bist ein Kind. Du hast keine großartigen Pflichten. Du kannst dein Leben genießen. Nicht so wie ich, der hier Tag und Nacht irgendwelche Pflichten hat und sich unter Druck setzt und damit überlegt. Nein. Ich möchte auf dieses Thema nicht eingehen. Das ist ein schwieriges Thema. So, was ist hier drin? Okay, also in den ganzen Räumen ist nichts drin. Da ist auch keiner, mit dem ich quatschen kann. Ich möchte gerne mit jemandem quatschen. Bitte. Da ist einer. Neulich habe ich einen Kanbalas berühmten Gaius-Teigtaschen probiert. Keiner hat mir gesagt, womit sie gefüllt sind. Also habe ich mich beim Hinbeißen erstmal ordentlich erschrocken. Okay. Ich finde auch doof, dass es halt echt so wenig Variation im Character-Design gibt. Dass die halt nicht irgendwie sich drum gekümmert haben beim Spiel, dass wenigstens zum Beispiel in jeder Stadt irgendwie auch andere Modelle da sind. Aber hier sind sogar einfach in jeder verdammten Stadt immer die gleichen NPCs. Es ist ja nicht schlimm, wenn NPCs sich wiederholen und so weiter. Das ist ja ganz normal bei solchen großen Spielen, wo es halt viele Städte gibt mit vielen NPCs. Ist ja nichts Neues. Aber dass sie halt wenigstens in den einzelnen Städten
vielleicht mal eine eigene Variation gemacht hätten oder sowas. Zum Beispiel auch vor allem hier, Kanbala, was zum Beispiel jetzt komplett was anderes ist als zum Beispiel die anderen Städte, die wir vorher hatten oder sowas, ne? Und trotzdem ist hier jeder NPC genauso wie auch in den anderen Städten. Nichts Besonderes irgendwie, total doof, irgendwie so richtig lieblos gemacht. Finde ich schade. Der König von Orzhul hat eine persönliche Elitetruppe, die als die Chimirade bekannt ist. Also eine Triade und Chimäre zusammen oder was? Im Gegensatz zur normalen Armee erhalten sie ihre Befehle direkt vom König. Okay, es ist eine ganze Armee. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie so eine Triade oder sowas. Also drei Leute oder so. Seine Leibgarde. Gut, dann lass mal schlafen. Danke, dass ihr den Elementaren getrotzt habt und zu uns gekommen seid. Kann ich euch für ein schönes warmes Zimmer zu 300 Galt die Nacht interessieren? Ja, sicher. Gib ihm. Ich bin ganz schön reich. Ich hab schon fast 100.000 Galt. An die Tales of Exilia Pros, ist das viel? 100.000 in diesem Spiel? Oder ist es eher wenig? Jürgen still isn't back? Not yet. Elise, wanna do some sightseeing? Miss Elise, why not join Leia? Come on, Elise. Gosh, now that Tipo's giving us the silent treatment, I guess I need to pick up the slack. Alter, sag das doch nicht laut, was ist los mit dir? You talk more than before? Impossible. Hey, just because Tipo's gotten quiet doesn't mean you have to. I'd love to hear more about you, Elise, in your own words. Shut up, Leia. You're the one holding us all back, after all. Alter, das sind Shots. Das sind harte Shots. Boah. Huh? Boah. Elise, that was uncalled for. You should apologize. You must have really crossed the line if Mama Mila's scolding you. I hate Mila. And Leia, too. Hey, where are you going? Ouch. That stung a little. Not gonna lie. Das Mädchen kommt langsam in die rebellische Phase. Please, do not let it get to you. I'm fine. We need to get Elise back. Ja, auch wenn es von einem kleinen Kind ist und auch wenn dieses Kind das rein aus Emotionen gehandelt hat, ich denke mal, wenn man selbst so fühlt, das kennt man halt, das kennt ja jeder von uns, oder? Dass wenn man selbst irgendwie so ein Gefühl hat von, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal zum Beispiel jetzt bezogen auf Leia, das Gefühl hat, dass man halt die Gruppe aufhält und mehr oder weniger nutzlos ist in der Gruppe, was halt ja nicht ist, aber das wurde ja schon mehrmals thematisiert und so fühlt sie sich vermutlich auch. Und dann, auch wenn es ein Kind ist und auch nur rein aus Emotionen gehandelt hat, wenn dann so ein Kind zu dir sowas sagt, dann trifft es wahrscheinlich dennoch dich ziemlich hart. Und dann sagt man so, ja gut, alles schön gut. Aber im Inneren sitzt man da und weint und schreit. Ja. Die Bergleitbahn ist gleich da vorne. Sie verwendet Kontrollsteine der neuesten Generation und fährt ganz von allein. Das ist schön. Der ist schön. Der ist schön. Das wundert mich immer so, dass dieser... Oh, da kann ich noch gar nicht lang. Dieser Kontrast irgendwie zwischen... in dem Spiel zwischen... irgendwie teilweise haben die richtig krasse Technik, ja, aber wenn du dir dann die Zivilisation anguckst, also wie sie hier leben und so weiter, dann sieht das alles so aus, als wäre das halt alles irgendwie, ja nicht Mittelalter, aber irgendwie so, sagen wir mal so 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, irgendwie sowas, ja, und, Moment, der Wohnbezirk, ja, gehen wir mal im Wohnbezirk, auf dem Hauptplatz. Ja, aber dann auf der anderen Seite haben die dann irgendwie so krasse Technik, wie so eine riesige technische Waffe, mechanische Waffe. Oder halt solche mechanischen, diese Spyrix-Dinger da, die auch ja so mechanisch und so weiter sind. Und, oder eine Bodenheizung. Ja. Aber dann irgendwie alle so leben und sich benehmen, wie als wären sie, keine Ahnung, in welchem Alter. Zeitalter, nicht Alter. Grabstein. Oh, Jiao. No reason to be alarmed. This is purely a chance encounter. Nothing more. Ich bin dir sowieso nicht feindlich über Gizin, Jiao. Nicht nur, weil du recht stark bist, sondern weil du auch rüberkommst wie ein netter Typ. Ich möchte keine Probleme mit dir haben. Elise, I'm sorry about before. I can't imagine how lonely you must be without the old Tipo. I know I have a bad habit of opening my big mouth without thinking. Please forgive me. No. C-
come on, don't say that. I'll beg if I have to. I thought you and Mila were my friends. I hate you. I hate you! Can't you see that I'm just worried sick about you? Liar! You don't care about me at all! I don't want to be friends anymore! Wieso jetzt Mila und Lea? Miss Elise! Everyone is being kind to you right now because you have them so concerned. You say that you feel hurt, but have you considered your own actions? Do you realize that Tipo's words were just as hurtful to Miss Leia? I hurt Leia? Ach so, vermutlich, weil Mila so kalt gegenüber ihr war, als sie herausgefunden haben, dass halt Tipo so ist, wie er ist und dass halt Tipo resettet wurde. Dass da Mila so arschkalt zu ihr war, hat sie ja später auch gesagt, dass das wahrscheinlich nicht richtig von ihr war. Und dass halt jetzt auch Lea so, ja, so höhnisch oder halt so sich lustig drüber gemacht hat. Aha, Tipo ist ja nicht mehr, bla bla bla, gerade im Gasthaus. Deshalb wahrscheinlich sagt sie jetzt, dass Lea und Mila sie hasst und sie keine Freundinnen von ihr sind. Well, hurt is a strong word, but you took the wind out of my sails, that's for sure. I had no idea. Why don't you try apologizing to her? But I said such horrible things. I am certain she will forgive you if you ask nicely. Forgiveness is the sign of a true friend. So sieht's aus. Leia, I'm sorry. Will you forgive me? Aww. Sure. But under one condition. From now on, I want you to tell me more about yourself using your own voice. Huh. You're not the boss of her. You're only 3 years older. Tipo, stop! Elise? Yes? Even if it's only 3 years, I'm still older than you. Dieses Gesicht. Right. Bossy Leia is scary Leia! There's a lesson here, child. Never take your friends for granted. So what do we do now? Jürgen still hasn't gotten back yet. We could just barge into the castle ourselves. Ich glaube nicht, dass es so cool wäre. For the 100th time, let's not cause any trouble for Jürgen. That's no good? It sounded like a good idea to me. Natürlich findest du die Idee gut. Alles, was mit dem Kopf durch die Wand ist, ist gut für dich. Aber ist jetzt dadurch jetzt mehr oder weniger das Elise-Problem gelöst? Also, was heißt Problem gelöst? Ihre Eltern sind immer noch tot und Tipo ist immer noch, ja, nicht wirklich eine Persönlichkeit. Sondern, ich meine, ob das jetzt sie so ein bisschen, ja, wieder auf Trab gebracht hat oder ob das jetzt so ein bisschen sich normalisiert wieder, die Beziehung. Weil, wie es aussieht, wahrscheinlich war sie einfach nur angepisst. Also klar, sie war geschockt wegen ihrer Eltern und wegen Tipo, aber wahrscheinlich auch angepisst wegen Lea und Mila. Elise, was? Elise unzensiert? Okay, ist ein Dialog, der nennt sich Elise unzensiert. Also ich stehe jetzt nicht auf so einen Lolli-Scheiß. Bitte nicht. Tipo, please! Stop saying mean things to Leia! But that's on you, Elise! Okay, das ist also darauf bezogen. No! I don't want to insult my friends! But at the bottom of your heart, don't you want to? No! You're wrong! Don't say things like that! Bad, Tipo, bad! Hey, take it easy, you two! But Tipo's been saying horrible things! It's all right. I don't mind. Always meddling with us just because you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Das ist ja seltsam, ne? Irgendwie, wenn man weiß, dass es jetzt, also, wenn das jetzt dieselbe Persönlichkeit ist, halt, also dieselbe Person ist, nur halt die Gedanken, die tieferen Gedanken sind, irgendwie. Das ist irgendwie seltsam. Ich komme darauf immer noch nicht so wirklich klar. Ein Zeichen von Zuneigung. Ein weiterer Dialog. Dude, we're such great pals! Also, das würde wahrscheinlich dann wohl gerne Elise machen? Mit Jude?
Hey! Why do you always chomp my face? As a sign of affection! I've never seen Teepo get so close with anyone else before. So that was like a Teepo kiss. It was? My first kiss was stolen by Jude? Stolen? That should be my line. I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jude. You have to take responsibility. Oh, Jude. Responsibility? Responsibility for what? Oh Mann, ey. Aber das ist doch dann Elise, oder nicht? Wenn sie ihn so anspringt und ihn küsst. Das ist doch Elise. Oh Mann. Nächster Dialog. Teepo Entzug. Oh, that was good eating. Teepo, what exactly is it that you absorb from foes? I'm not really sure. It's like their energy or enthusiasm. Oder vielleicht ist vielleicht Teepo beides irgendwie. Hat eine eigene Persönlichkeit, aber ist auch gleichzeitig Elise. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich verstehe es nicht. Is that nutritious? Beats me. But when I'm hungry, before I know it, I'm chowing down. You really are a peculiar creature. What does enthusiasm taste like? It depends on the person. For example, yours tastes like strawberries. What? When did you absorb mine? I don't need to absorb it to know. I can just tell. Huh. That does sound appetizing. Wait, what? Lass uns Jude essen. Gut. hier ist eine Quest am Start. Mimi, ich sehe aus wie ein NPC in jeder Stadt. Bitte hilf mir, mich individuell zu gestalten und anders auszusehen als jeder andere NPC in jeder anderen Stadt in diesem ganzen Spiel. Danke. Okay. Entschuldigt mich, habt ihr ein Schweinchen gesehen? Ich habe es für meine Hochzeit aufgezogen, aber es ist weggelaufen. Wenn du willst, kann ich dein kleines Schweinchen sein. Oh. Was soll ich jetzt tun? In meinem Clan ist das Tradition, bei der Hochzeitszeremonie ein Schweinchen mit Braten zu servieren. Oh lol. Ihr helft mir dabei, nach ihm zu suchen. Okay, danke vielmals. Ich werde der Stadt nach ihm suchen. Könnt ihr im Mondhochland suchen gehen? Ja, können wir machen. Also sie braucht ein Schweinchen, um ihn zu töten. Okay. Da muss ich auch noch irgendwie was machen, ne? Also wir müssen vielleicht irgendwie mal demnächst vielleicht irgendwie einen Part machen, wo es nur um die Sidequests geht. Weil, ich habe jetzt viele Sidequests ja über den letzten Parts über aufgenommen. Aber irgendwie keine wirklich, abgeschlossen. Oder mich daran irgendwie ausgetobt oder sowas. Wir haben schon hier, war das Ereignisliste? Nebenereignisse, da. Kann man die auch irgendwie einstellen, dass da nicht abgeschlossen angezeigt werden? Aber auf jeden Fall sind hier schon so einige. Ja, wo abgeschlossen nicht steht, ist klar, dass die noch offen sind, aber ihr seht, da sind schon so einige, die wir da auf jeden Fall schon machen können. Wahrscheinlich noch nicht alle, aber so einige können wir auf jeden Fall schon angehen. Deshalb müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir demnächst irgendwann mal in den nächsten Tagen oder sowas. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ihr dürft gerne euch dazu äußern, ob ihr Bock drauf habt, ein bisschen Zeit zu questen oder eher nicht. In Kambala gibt es deshalb so viele Tore, weil die ganze Stadt eine einzige große Bergfestung ist. Die gesamte Bürgerschaft ist gerüstet, im Notfall an Gaius' Seite zu kämpfen, um die Stadt zu verteidigen. Aha. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich bin gespannt, wie es in der Hauptstadt von Rashugal ist. Da waren wir noch nie. Ich würde gerne wissen, wie das aussieht. Da ist wahrscheinlich das Schloss. Ja, da ist das Schloss. Ich bin hier, weil ich König Gaius bitten möchte, dass er im Grenzgebiet eine Schule bauen lässt. Es geht dabei um die Zukunft von Orjul. Hast du nicht gerade noch nach deinem Schweinchen gesucht? Oder bist du ein weiterer NPC, der genauso aussieht wie die 100 anderen? Gaius ist ein guter, gerechter König, aber sich die Bitten seiner Untertanen anhört. Oh, und erst seine starken, mutigen Augen. Ah, ein Fangirl. Okay. Hier können wir wahrscheinlich mit der Dingens fahren, oder? Möchtet ihr den Bergleitbahn fahren? Nein, wieso sagen die nicht einfach Gondel? Bitte sagt Bescheid, wenn ihr das wollt. Ich kann auch nicht weiter lang, okay. Moment. Dann komme ich ja, wenn ich damit fahre, komme ich dann wieder da unten an. Ja, das bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, Moment. Oder? Ja, doch. Dann komme ich wieder da an, doch, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum König, oder? Oder versuchen jedenfalls da reinzukommen. Da ist auf jeden Fall ein Item.
Galt, 50 Galt. Direkt vor euren Augen was geklaut. Oh Lord, Hust. Seid ihr hier, um beim König vorzusprechen? Wenn dem so ist, haltet bitte das Standardverhalten ein und stellt euch hinten an. Was? Was habe ich mich hinten anstelle? Was? Nein, ich gehe einfach rein. Ich habe eine... Okay, jetzt kommt der Cutscene. That's quite the line. I guess this king really does listen to his people. The king of Azul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Charisma only goes so far. If his government is secretly producing children like Elise, das stimmt. Then he... Thank you. Deshalb ich bezweifle, dass der König, also Gaius, dass er auch wirklich so, ja, mega der reine und gute König ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch Dreck am Stecken. Und das werden wir wahrscheinlich auch demnächst feststellen. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the Wyverns? Yes, I got royal approval. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you, too. Are you all famous in Rashagal or something? Wir sind nicht nur berühmt, wir sind Gejagte. Wir sind Feinde. I don't think so. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Natürlich. Anyway, I need to head back to Shandu to ready the Wyverns. Hmm. Quite the unexpected welcome. It's not a trap, is it? I have a bad feeling about this as well. You do? It beats not getting to meet him at all. Keeping secrets from us again? Alvin. Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. Spasti. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on, let's go say hi to His Highness. Alvin, we really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Deshalb nutz bitte unser Vertrauen nicht aus. Ja? Sondern benimm dich wie ein erwachsener Mann, dem man vertrauen kann. Hier sind die Ballwivern. Okay, also ist wohl auch irgendwie dieses Königreich wohl... Considering the size of his country, Gaius' castle is actually pretty modest. I think that's admirable. Ist wahrscheinlich wohl auch das Militär von Azul ist dann wohl, oder halt seine Leibgarde, ist dann wahrscheinlich eher nicht so die Pferdeleute, sondern eher die Wivernleute. Also ganz schön krasse Bad Boys. Ja, gut, aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Was genau der König mit uns besprechen will und ob der König wirklich so gut ist und so barmherzig ist, wie er bis jetzt vorkam, uns erschienen ist. Oder ob er wirklich eine dunkle Seite an sich hat, die uns vielleicht sogar jetzt demnächst gezeigt wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und ich hoffe ihr auch. Also schaltet morgen wieder pünktlich um 17 Uhr ein und dann werden wir es gemeinsam erfahren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Start ins Wochenende. Bis morgen. Tschüss.